Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution. Letzte Folge haben wir ein paar Dinosaurier, die hier frei rumgelaufen sind, eingefangen. Unter anderem hier unsere ganzen Stegosaurier, Stegosauren, was auch immer die Mehrzahl ist. Und unserem kleinen, schuppigen Freund, den ich ganz am Anfang dieser Folge vor der Kamera hatte, dem Spinosaurus. Der hat gegen Ende noch ein bisschen rumgezickt, aber wir konnten überzeugen, dass unser Park ein wunderschönes Fleckchen Erde ist. Was steht heute auf dem Plan? Ich würde behaupten, Fossilien sammeln. Wie immer Aufträge bearbeiten, dass wir so gut wie möglich vorne rankommen und die Mission machen können. Und ich würde gern dieses Fleckchen Land zu einem Gyrosphere-Gehege umbauen. Und dann das bestehende Gehege hier in ein Fleischfresser-Gehege umbauen. Ich weiß noch nicht, welcher Fleischfresser. Vielleicht ein T-Rex oder so. Irgendwas, damit wir schnell die Leute in den Park bekommen. Aber fürs Erste haben wir ein kleines Stromproblem, das ich sehr gerne lösen würde mit diesem Schmuckstück hier. Einem großen Kraftwerk. Ich denke, hier macht sich das ganz gut. Da aber dort, wo wir das große Stromkraftwerk gerade am Bauen sind, noch Dinosaurier rumlaufen müssen, wir die zuerst betäuben. Und die können wir dann gleich rüber schaffen, wo wir das große Gyrosphere-Gehege bauen wollen. Gut, dann muss das fertige Kraftwerk hier noch schnell mit dem Weg verbunden werden, also mit dem Stromnetz. Das ist ein ganz schön langer Weg. Ich glaube, also persönlich bin ich der Überzeugung, dass hier niemand diesen Weg gerne gehen wird. Aus diesem einfachen Grund müssen wir eine Einschienenbahn bauen. Ich glaube, hier ist der perfekte Platz dafür. Das sieht ziemlich gut aus. Und dann kann direkt hier im Anschluss die Bahn Nummer 2 hinkommen. Dann ist jetzt nur noch mal die große Frage aller Fragen. Wie verbinden wir am besten das hier mit dem da drüben? Bin ich teilweise ein bisschen überfragt, weil ich das Gefühl habe, dass ich hier nur kann ich hier echt nur reinbauen, wo das andere verbaut ist? Das ist mies. Okay, ich versuch's mal von der Richtung hier. Dann können wir nämlich beim nächsten Mal nach rechts zum Gyrosphere-Gehege etwas bauen. Das wäre gar nicht so schlecht. Wie komme ich jetzt nur am besten darüber? Ah, das sieht doch eigentlich ganz praktisch aus, wie wir es gerade haben. Zack, wundervoll. Ja, so kommen wir super rüber. Perfekt. Besser hätte ich es mir gar nicht vorstellen können. Weiß man nicht, warum er jetzt auf einmal so kurvig baut. Aber irgendwie hat er bestimmt seine Gründe dafür. Und wir sind, na, jetzt sind wir dran. Perfekt. Die Einschienenbahn ist damit fast eröffnet. Es muss nur noch der Weg verbunden werden. Perfekt. Gut, bevor wir uns weiter in das ganze Projekt hier reinstürzen, würde ich behaupten, erforschen wir mal wieder was. Denn wir können hier ganz viele Sachen machen. Was ist das denn? Erweiterte Bodenfutterstation für Fleischfresser, für Pflanzenfresser und für Pflanzenfresser. Ich nehme die Fleischfresser. Und Grabungsteams können wir auch noch losschicken. Ich hätte gerne etwas Neues. Was denn? Spinosaurus, den haben wir noch nicht mal voll. Machen wir den. Oh oh, eine Krankheit ist ausgebrochen. Die große Frage ist nur, ob wir diese Krankheit schon haben. Weil wenn wir sie haben, wäre perfekt. Dann können wir sie heilen. Wir haben die Krankheit nicht. Okay, Forschung. Kann ich die Forschung irgendwie abbrechen? Ah ne, ich habe ja zwei Forschungsteams. Beziehungsweise habe ich sogar noch mehrere Forschungsteams. Perfekt. Was für eine Krankheit war das? Konnte es nicht richtig lesen. Wer ist denn überhaupt krank? Warte, er hier. Wo war er denn? Du. Du bist krank. Salmonellen. Okay. Also brauchen wir eine Impfung gegen Salmonellen. Tuberkulosebakterien. Medizinische Behandlung mit Pfeilen. Ah, Salmonellen. Perfekt. Wunderbar. Die Forschung für die Fleischfresser ist gerade fertig geworden. Wir können eigentlich auch noch die anderen beiden hier machen. Und die Krankheiten sind auch fertig. Wunderbar. Dann können wir direkt die nächste schon machen. Und unseren Saurier schnell mal heilen gehen. Das hat sich jetzt noch ein weiterer. Ich dachte, das wären tatsächlich mehr. Aber anscheinend hat sich nur ein weiterer Dinosaurier angesteckt. Oh, jetzt ist schon der dritte da. Aber egal. Wir werden einfach alle heilen und alles auffüllen, was es so gibt. Gut, machen wir weiter mit Plan Gyrosphere. Ich bin ganz ehrlich, ich denke, es reicht aus,
Wenn wir hier eine kleine Abtrennung mit einem Zaun machen, wir müssen kein großes extra Gehege basteln, sondern einfach nur hier eine kleine Abtrennung mit einem Zaun, wo wir dann das Gyrosphere-Dingens hinbauen können. Wo ist es nochmal? Hier. Das kann hier wunderbar... Ja, perfekt. Genauso habe ich mir das sogar tatsächlich vorgestellt. Jetzt muss da nur noch ein Umspannwerk hin und dann ist alles super. Damit ist hier nämlich auch Strom. Und dann brauchen wir gar nicht so viel Geld für einen Zaun auszugeben, der hier überall ist. Und die Algenvergiftung ist fertig. Dann können wir gleich nochmal eine neue Krankheit erforschen. Da gehen die ganzen Forschungen, da werden die ganzen Forschungen gerade fertig. Und jetzt haben wir auch alle Krankheiten vollständig. Wie sieht es mit den Genen hier aus? Da können wir hier Stärke des Herzens machen. Das führt schon. So, mir ist hier persönlich ein bisschen viel Wald. Wenn ich ehrlich bin, ich hätte gern, dass es hier so eine schöne große Fläche in der Mitte gibt, wo man ganz viele Dinosaurier sehen kann. Wenn drumherum Wald ist, ist das absolut kein Problem. Bisschen Wald schadet ja nichts. Aber so ein paar Saurier müssen ja doch hier noch schön rumtollen können. Und dafür würde ich behaupten, bauen wir hier mal ein... Oh, die sind ziemlich teuer. Wir bleiben mal bei den einfachen Dingen im Leben. Diesen Teilen. Hier rechts und links welche von denen aufgestellt. Dann noch ein paar hiervon. Und dann können wir auch schon anfangen, neue Dinosaurier zu breeden. Aber vorher müssen diese paar kleinen Stegosaurier darüber. Gut, es gibt noch ein kleines weiteres Problem. Da hinten haben wir keinen Strom. Das heißt, wir müssen hier ein Aufzuchtslabor hinbauen. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil wir kreuz und quer rumbauen müssen, aber es geht leider nun mal nicht anders. Sonst haben wir ein bisschen Problem, was Dinosaurier so alles angeht. Und irgendwie will das Ding hier auch nicht. Also ab hier geht es. Das heißt, wir müssen den Zaun ein bisschen weiter nach vorne stellen. Aber das sollte kein großes Problem sein. So, wo ist der Zaun anfangen? Oder muss ich warten? Ah ne, da war's doch. Hier. So, einfach gucken, dass die Dinosaurier nicht zurückkommen können. Ist mein ganzer Job hier schon erledigt. Und auf der Seite natürlich auch noch. Wunderbar. Ich denke, die Dinosaurier brauchen ein bisschen, bis die hier durchgegangen sind und auf der anderen Seite angekommen sind. Deswegen werden wir die wahrscheinlich da immer wieder betäuben. Dann hier so absetzen. Die Forschungen werden langsam fertig. Das ist wunderbar. Dann können wir... wir haben ein bisschen Geldprobleme. Ich glaube, wir warten noch mal ein bisschen, bis wir wieder die ein oder andere Forschung da reinstellen. Aber wir können schon mal eine Gyrosphären-Route machen, wenn ich noch mal... Hier, Route bearbeiten. So, wo fange ich an? Ich fange hier an, ne? Die soll einmal komplett hier rumgehen. Dann haben die Leute eine wunderbare Aussicht über das Ganze hier. Hier immer schön bei den ganzen tollen Pflanzenfressern vorbei. Zack, einmal durch das komplette Gehege durch. Dann wieder auf schönem Weg zurück. Na, ich glaube, ich muss hier ein bisschen Wasser wegmachen. Nicht zu viel Wasser wegmachen. Ich meine, wir wollen ja noch, dass die Dinosaurier was trinken können. Einfach nur so viel, dass ich die Route hier beenden kann. So. Wunderbar, so funktioniert das. Zack, und dann sollten wir jeden Moment wieder am Ausgangspunkt sein. Hier. Perfekt. Also ich muss ja schon sagen, ne, wenn wir die Futterstation noch ein bisschen verteilen und noch ein paar mehr Pflanzenfresser als die ganzen Stegosaurier da sind, dann klappt das schon. Aber ich habe das Gefühl, der Spino zickt gerade rum. Na, was geht, mein Freund? Achso, du bist nur eine Gefahr für das Fahrzeug. Ich dachte schon, Benner, du läufst gerade aus dem Tor raus. Ja, das Fahrzeug, mit dem kannst du spielen. Das kaufe ich einfach ein neues. Apropos neue Dinosaurier. Okay, Kraftwerk, darum kümmere ich mich gleich. Was holen wir denn? Holen wir ein paar So ein Gallimimus, das ist doch so ein Publikumsliebling. Den brauchen wir. Ausbrüten. Ah, der Spino hat gerade ein Fahrzeug zerstört. Sehr interessant. Modifizieren. Den brauchen wir in allen Farben und Formen, diesen Gallimimus. Okay. Wir machen anscheinend... Ich denke, wir machen 4 Gallimimus. Gallimimen. Ich komme mit diesem Namen nicht klar. 4. 2 im normalen Muster und... 2 im Tiger-Muster. Wir brauchen definitiv ein neues Ranger-Team. Vielleicht sollte ich mal die großen Fleischfresser betäuben, bevor ich die ganzen Fahrzeuge da reinschicke. Das könnte
durchaus helfen, ja, aber die Futterstationen sind wieder voll. Schön, dass er das Fahrzeug zerstört hat, nachdem wir ihm geholfen haben. Okay, die Gallimimen sind frei. Ich nenne sie jetzt Gallimimen. Es ist mir egal, ob sie nicht so heißen oder ob sie so heißen. Wichtig ist nur, dass sie fertig sind. Und ja, keine Ahnung. Ich denke, ich werde die fürs Erste hier rumlaufen lassen. Die finden schon ihren Weg bis da hinten hin. Zur Not schicken wir sie persönlich dahin. Oh krass, wir sind sogar mit medizinischer Behandlung fertig. Ich wollte eigentlich nur gucken, was wir Neues erforschen können. Aber so wie es aussieht, nur hier etwas. Bei der Genetik. Wir könnten eigentlich... Ja komm, wir haben genug Geld für alles. Dann sind wir mit den Forschungen auch wieder komplett fertig, was diese Insel angeht. Oh, ich glaube, wir haben gerade alle Forschungen abgeschlossen. Eine fehlt noch. Und da ist die letzte. Ich muss sagen, wenn ich das gerade so sehe, vielleicht so zwei Gallimimus mehr passen in den Park hier bestimmt gut rein. Und ich finde, das wirkt echt cool. Wenn hier jetzt noch mehr Pflanzenfresser reinkommen, die sich vielleicht auch mal ein bisschen mehr verteilen. Gut, das hängt natürlich auch mit den Futterdingern ab, die ich da aufstelle. Und vielleicht mit ein bisschen Wasser oder sowas. Aber auf jeden Fall kann das was werden. Der Camarasaurus ist fertig. Wie viel kostet der denn? Ich würde mal behaupten, es wird Zeit für einen großen Dino. Und der bietet sich wirklich wundervoll an. In was für Farben können wir den denn haben? Das ist immer wichtig. Skins sind bei mir immer das A und O. Wie sieht das denn aus? Teurer macht's das auf jeden Fall. Aber das Geld haben wir schnell drin. Wir müssen nur noch ein bisschen sparen. Also würde ich mal sagen, Camarasaurus-Skin-Variante, feuerfrei. Während wir da hinten noch auf die Camaros warten, können wir durchaus mal hier das Gehege umstrukturieren. Ich will ja hier ein Fleischfressergehege reinmachen. Ich weiß noch nicht, vielleicht so ein Baryonyx, Metriacanto, vielleicht auch ein, obwohl, ich weiß nicht, vielleicht ein Giganotto? Größeres Gehege und dann machen wir hier ein Giganotto dafür rein. Das hört sich eigentlich ganz nice an. Ich muss nur gucken, dass das Gehege dann für den Giganotto groß genug ist. Das heißt, wir müssen ein bisschen größer bauen als beim letzten Mal. Vielleicht müssen wir auch nochmal größer bauen, ich habe keine Ahnung. Ich hatte letzte Insel nur ganz kurz ein Giganotto. Ich denke, wir haben keinen Platz zum Bauen dabei, ist alles zu teuer. Gut, dann brauche ich Geld. Aber sobald man so ein bisschen Geld hat, läuft doch alles wieder wie geschnürt. Vor allen Dingen können wir jetzt auch hier die Pflanzenfresser-Sachen wegmachen. Der Camarasaurus ist fertig, perfekt. Ja, einmal abbrechen. Und hatten wir noch mehr hier drin? Nein, ich glaube es tatsächlich nicht, aber wir können ja mal kurz gucken. Doch, hier im Wald steht noch eine Futterstation. Die muss auch weg. Nein, ich wollte sie ver... Ja, jetzt kann ich. Perfekt. Und dann können wir hier schön so ein schönes Fleischdingens hinmachen. Die Camaros da hinten rausholen. Obwohl der Giganotto, ich glaube, der braucht noch lange. Erstmal holen wir den Camarasaurus da raus. Weil den hatten wir tatsächlich noch nie. Ein sehr, sehr schönes Tier, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Und das ist der ohne die Skin-Veränderung. Das hier müsste nämlich der ganz normale sein. Obwohl er da so am Bauch tatsächlich aussieht, als hätte er einen Skin. Aber das ist er nicht. Also er hat keinen Skin. So meine ich das. Ach, ich werde immer so nostalgisch, wenn ich von den großen Dinos diese Cutscene sehe. Okay, der Giganotto, der ist viel zu teuer. viel zu teuer. Ich würde behaupten, ich hau dem Camara jetzt den anderen Skin rein. Und sobald wir genug Geld haben, holen wir uns den. Wir können aber auch schon mal den nächsten freilassen. Oh ja, bei dem sehe ich schon an der Schnauze, dass das ein anderer Skin ist. Der ist so weiß. Der ist viel weißer als der letzte. Lol, wir haben einen Zebra gemacht. Wir haben einen Zebra. Oh mein Gott. Ja, der sieht ja mega cool aus. Er sieht einfach wirklich aus wie ein Zebra, so an seinem Arm, Bein, Vorderbein. Ich glaube, Vorderbein. Aber sieht auch mega cool aus. Kann ich das so ein bisschen drehen? Nee, leider nicht. Gut. Ich würde tatsächlich behaupten, wir haben für diese Folge einiges geschafft. Ich meine, unser Gyrosphere
Gehege hier sieht ganz gut aus. Mit guten Dinosauriern tatsächlich. Wir haben eine Menge Stegosauren. Vier Gallimimus. Da kommen noch ein paar dabei. Noch zwei so, damit wir so eine kleine Herde haben. Ich denke, von den Camaros werde ich auch noch den einen oder anderen da reinpacken. Aber es wird ja auch noch ein Brachio und so da reinkommen. Alles, damit wir das gut vermarkten können. Und ich finde es auch super, dass die von alleine schon da hingehen. Wahrscheinlich, weil da das Essen ist und die wissen, da gibt's Futter, also muss ich da hingehen. Das heißt, ich muss die nicht betäuben. Das ist wunderbar. Gut, dem Boy hier fehlt der Wald. Dem nicht. Fehlt dir nur der Wald, weil du noch nicht so weit bist? Oder weil generell wenig Wald da ist? Ah, dem Zebrasaurus hat nur Wald gefehlt, weil er noch nicht so tief in das Gehege vorgedrungen ist, wie der andere Camarasaurus. Camarasaurus, hab ich's mal bald. Da kommt kein O drin vor. Merkt ihr das, Kumpel? Mein Gott. Manchmal bin ich einfach festgefahren. Gut, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn dem so ist und ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst doch gerne mal ein Abo da. Dann könnt ihr nichts mehr auf diesem Kanal verpassen. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Bleibt lässig und tschüss.